So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Pirate Warriors 4. In diesem nächsten Part probieren wir die letzten der zusätzlichen Charaktere aus. Uns fehlen noch ein Supernova, Chachi, die zwei Big Mom Leute und die drei von Wano Kuni. Und wir fangen einfach gleich mal mit Urush an hier. Urush ist, naja, der kam jetzt auch nicht so viel vorne. Also bin ich da gespannt, was die bei dem alles eingebaut haben. Es ist, glaube ich, so ein... Er ist ein Mönch der Himmelsinseln. Er ist ziemlich groß, aber kein Riese. Und wir können mal wieder nicht alle Sachen hier holen. Schade. Okay. Wir können wirklich gar nicht viel holen. Okay. Seine Spezialangriffe sind lebendes Sterben, schwingt seine Waffe mehrmals in Form von Schriftzeichen, Verdammung und Wahrheit, schwingt seine Waffe mit aller Kraft und schleudert Gegner weg, ab in den Himmel ist er voll Kraftburst und der Versuchung widerstehen, stürmt nach vorn, schnappt sich einen Gegner und rammt ihn in den Boden. Okay, Hartnäckigkeit und Weisheit des Kapitäns. Wo ist er? Schon drüber raus. Okay, wieso lagst du denn schon wieder? Tu nicht so. Okay, also, los geht's. Was machst du denn jetzt? Wieso lädt das jetzt so lang? Das hat es eigentlich noch nie gemacht. Okay. Erstmal hinsitzen. Ey! Werde ich nicht. Okay. Sicker Scheiß. Was müssen wir denn machen? Wir müssen Ivankov und Kobe suchen. Ach, der ist direkt neben mir. Und gleichzeitig müssen wir wohl das Territorium da oben verteidigen und Smoker. Was haben wir denn hier noch so für Attacken? Geil, erstmal ein super Wrestling-Move, ey. Weg mit euch! Oh, Jesus. Bleib hier, Ivankov. Jetzt gibt's aufs Maul. Okay, man sieht nicht, wie er alles wegwirbelt, aber er tut's, glaube ich. Gleich mal hier noch den volle Kraftburst. Es ist ein. Es ist voll der Faustkämpfer mit dem riesen Obsidian-Säulen-Ding, mit dem er rumprügelt. Oh, ich habe das schon erobert, okay. Ich habe den Anführer ein bisschen früher gekillt, als ich wollte. Lass den Scheiß in meinen Kopf! Er kann es sogar einsetzen, wenn der noch ein Schild hat. Oli sick, der rastet komplett aus. Jeha, nix da. So, das müsste schon Damage machen, aber sieht's nicht und dann fliegt er weg. Oh mein Gott, okay, bye bye. Was machen wir hier? Ein bisschen rumwirbeln und wegrennen, okay. Ivankov, du bist lebensmüde, wenn du hier zu nahe kommst. Wir haben gar nicht die Story-Beschreibung vorgelesen. Oh, scheiße. Okay. Auf jeden Fall helfen wir Smoker im Kampf gegen die Newcomers, wie es scheint. Ich weiß noch nicht, ich weiß nicht genau. Ich hoffe, ihr habt's gelesen. Das war jetzt ein bisschen dumm von mir, tut mir leid. Okay, ich mache hier einfach mal weiter. Bringe Smoker zu dem Gebiet. Okay. Die fliegen jetzt erstmal alle weg. Ah, oh, die wollen Smoker aufhalten. Mr. Freeze dabei. Sind es einfach die Impeldown-Flüchtlinge vielleicht? Was? Okay. Nico Robin ist hier, aber ich nehme an, die ist eine Nebenmission. Robin ruft Verstärkung. Oh je, ich sollte sie wohl davon abhalten, da hinzukommen. Ja, das wird schwierig. Smoker, du kommst alleine klar. Ich schaff das garantiert nicht. Da oben ist sie schon. Scheiße. Es war jetzt aber auch wirklich wenig Vorwarnungszeit. Ah, sie hat es nicht ganz geschafft. Ah, ich wollte doch nicht den kleinen Pimpf, aber gut, alle fliegen weg.
Fujitora, das tiefenentspannte Team. Carrot ist aufgetaucht gegen das tiefenentspannte Team. Okay, viel Schaden war jetzt nicht. Gut, ich bin auch nicht allzu hart gelevelt, aber ich bin noch im East Blue. Das sollte eigentlich schon mehr Schaden machen. Also ein bisschen schade, aber okay. So, was muss ich eigentlich machen? Verprügeln Carrot und Fujitora ist eine Nebenmission. Oder nee, könnte auch eine Hauptmission sein. Sah gerade rot aus. Ja, ist rot. Okay, ist eine Hauptmission. Was ist das für eine seltsame Mission? Ich hätte es vielleicht doch durchlesen sollen. Bleibst du jetzt mal hier, Robin? Eigentlich, soweit ich weiß, Rouge hat so eine Fähigkeit, mit der er einfach, also nicht direkt Fähigkeit, nicht in den Spiel jedenfalls, also im Manga halt, ist jetzt so, wo er dann einfach viel größer und stärker und muskulöser wird, wenn er richtig aggro wird. Das passiert zum Beispiel auf Shabaody Archipel vor der Zwei-Jahres-Pause im Kampf gegen die Pazifista. Vielleicht kann man die Fähigkeit noch freischalten, aber die haben wir bis jetzt noch nicht. Fujitora da hinten räumt ordentlich auf. Ich weiß nicht wirklich, was Smokers Ziel hier ist. Weil, wollte der nicht... Ah, der wollte in dieses Zielgebiet und dann sind alle aufgetaucht. Carrot ist mir gerade zu weit weg, ich mache aus den Anführer da platt. Smoker ist nämlich da hinten, den muss ich beschützen oder so. Rouge kommt mir eher vor, es soll, gehört er in Soul Calibur Spiel oder so. Mit diesen ganzen Attacken. Oh, den habe ich zermatscht. Gut. Dann zurück zu Carrot, die vor mir wegläuft. Carrot, wo bist du hin? Ich renne einfach vor mir davon. Jetzt hat sie es kapiert. So, jetzt male ich dir erstmal ein paar Schriftzeichen hier. 1, 2, 3 und... Batz. Oh, das reicht natürlich noch nicht, aber dein... Hallo? Okay. Dein Schild ist jetzt weg und deshalb wird das hier sehr wehtun. Das tut gar nicht weh. Okay. Fliegen da nur Pimpfe weg? Ich habe nämlich schon... Bei der Attacke kam, dass ein Anführer aufgetaucht ist vorhin. Oh, jetzt ist hier auch noch ein bisschen überrascht. Das wird dir aber nichts bringen gegen mich! Daneben. Nicht daneben. Ich bin gestunt, aber jetzt bist du besiegt. Oh Gott, okay. Was will der denn? Ah, hey! Wieso kannst du mich einfach wegwerfen? Was fällt dir ein? Hallo! Jetzt werde ich aber wütend. Batz, 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 batz! Pazifista ist auch hier, der Amok laufen will. So, alle weg hier. Fujitora fliegt dann noch durch die Gegend. Ist das dahin, der Pazifista? Nee. Okay, doch. Ich muss den irgendwie aufhalten. Ich habe gerade nicht so viel Zeit. Ich verprügel gerade eine Marineadmiral. Zum Glück ist es nach der 2-Jahre-Pause und ich kann ihn vielleicht sogar besiegen. Ich weiß nicht, wie stark Orochi ist. Davon hat man bisher noch nicht viel erfahren. Bin eh überrascht, dass er hier ist. Ah! Penner, du hast das abgeblockt. Meinen coolen WWE-Move hier. Reingelatscht. Einfach nur ein Gekloppe, ey. Gehört halt echt eher fast schon in Tekken rein oder so. Und tschüss. Okay, auf zum Pazifista. Nebenmission erfüllen. Ich werde am Ende von dem Let's Play noch vorlesen, was das überhaupt für ein Level ist. Ich bin selber irritiert. Ich hätte es natürlich vorher vorlesen sollen. Hab's irgendwie ein bisschen verballert. Pazifista, du kriegst erstmal aufs Maul. Au, au, au. Okay, ich verliere tatsächlich Leben. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Hier habe ich einen Damage-Bonus. Und Mr. One ist der gegnerische Kommandant, aber die Musik hat sich nicht geändert. Ich weiß nicht, ob es wieder Verarschen gibt, wie im dritten Teil, dass man denkt, das ist der Kommandant. Und dass das dann nur ein Fake ist. Das sehe ich dann, wenn er drei Balken hat. Aber die Musik ändert sich normalerweise, wenn der Kommandant auftaucht, zumindest meistens. Das war es immer so im dritten Teil. Der Pazifist hält aber einiges aus. Und ich mache einfach wirklich nicht viel Schaden. Ich weiß nicht. Zirbel ich hier erstmal alles davon. Batz!
Ist er besiegt? Nee, er ist nur ein bisschen verwirrt, was hier gerade passiert. Okay, Mr. One hat 3 Balken. Und ich glaube, entweder habe ich eine ziemliche Reichweite oder Smoker macht den gerade platt. Smoker ist bei mir. Dann habe ich wohl echt eine Reichweite, ey. Allerdings nicht allzu viel Leben. Der macht mich hier fertig, der Demi-Pazifist. Hallo! Ich verliere zu viel Leben gegen dich. Nein, beruhig dich, beruhig dich! Ich hab dich doch fast! So, Pazifista ist besiegt. Und ich habe nicht mehr viel Leben. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwo Heilung bekomme. Verlieren werde ich garantiert nicht. Wer hat den Pazifista weggekloppt? Dankeschön. So. Du hast keine Chance, Mr. One. Zerschneide dich jetzt in kleine Stücke, wenn es sein muss. Oh, es sind 2 Kommandanten. Deswegen. Das ist nur der gelbe Kommandant. Lissop ist der rote Kommandant. Ich bin echt verwirrt. Was hat das für eine Bedeutung? So. Mr. One wäre raus. Dann auf zu Lissop. Scheiß auf mein Leben. Ich bin Urush. Mir ist alles egal. Eigentlich, ich glaube, je mehr Urush abbekommt, desto stärker wird er im Manga. Ich glaube, deswegen ist er auch so riesig und muskulös geworden da gegen den Pazifista. Bin mir aber gerade auch nicht 100% sicher. Ist schon eine Weile her. So, erstmal hier ein bisschen aufgeräumt. Leider sind nicht so viele besiegt. Okay, Lissop, ich heb dich jetzt mal hoch. Oh, das ist der Falsche. Was? So, den da hinten bitte auch noch. Oh, da ist Heilung. Direkt neben mir. Hab's hier aufgesammelt, hat aber echt wenig gebracht. Reicht jetzt hier. WWE-Mo verkackt. Scheiße. Okay. Dann eben so. Da lebt immer noch der kleine Pisser. So, alles klar. Dann gehen wir wieder direkt in volle Kraftburst und dann kloppt mir die Scheiße aus Lissop raus. Ja, Batz, 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 Batz. Und zermatschen. Erledigt. Das wär's. Okay, cool. Das war Rouge. Mal sehen, das könnte ein S-Rang sein. Vielleicht aber auch nicht. Ja, ist ein S-Rang. Sehr nett. Da freut sich jemand, wie immer. Okay, shit, ich muss hier noch vorlesen, was in dem... Okay, Smog hat ein anderes Profilbild. Was das jetzt für ein Level war. Und das Level, das wir gespielt haben, war, die Spannung steigt. Sie lachen, schreien und rufen leidenschaftlich im Kampf. Sorge dafür, dass die leicht reizbaren verstummen und bringe Ruhe in die Welt. Einfach nur gegen aufgedrehte Charaktere. Dabei war Fujitora halt auf der anderen Seite, die nicht viel reden, zusammen mit Mr. One. Wer war denn jetzt? Ivankov schreit viel rum und Lissop auch und Carrot auch. Okay, interessant. Gut, wir sehen uns beim nächsten Part. Mir fehlt uns ein S-Rang. Den muss ich irgendwann nachholen, aber nicht jetzt. Wir machen einfach weiter. Okay, wir sehen uns beim nächsten Part. Mach's gut und bis dann. Ciao.